Der Locator 3D, von dem hast du höchstwahrscheinlich noch nicht gehört. Es ist eine Node-Infusion, die 3D-Positionsdaten in 2D-Positionsdaten umwandeln kann, wenn sie weiß, wo die Kamera ist. Vor allen Dingen ist es nützlich, wenn du eine 3D-Szene hast oder eine Szene 3D getrackt hast und dann Positionsdaten rausbeziehen möchtest für 2D-Objekte, wie zum Beispiel meine Callout-Titles, die du dir unten for free downloaden kannst. Was brauchst du dazu? Du brauchst eine 3D-Szene und du brauchst eine Kamera 3D. Okay, diese Eingangsszene habe ich jetzt hier mal ganz schnell getrackt und das per 3D-Kamera-Tracking, wie ich das schon in einem anderen Tutorial gezeigt habe. Das verlinke ich gerne nochmal am Ende und habe jetzt hier so meine Point Cloud, die quasi diese Umgebung repräsentiert. Man sieht sehr schön diese Ecke hier, das hier ist diese Ecke. Und jetzt kann ich den Locator 3D nehmen, um mir Positionsdetails abzugreifen. Also mit Shift Space suche ich mir nach den Locator 3D und füge den hier hinter meine Szene vor dem Renderer ein. Da er sowieso als Objekt eh nicht mitgerendert wird, kannst du ihn einfach direkt vor den Render klatschen und ihn entsprechend benennen, was es sein soll, damit du, falls du mehrere Locator 3D hast, auch nicht durcheinander kommst. Wichtig ist allerdings, dass der Locator 3D die Kamera 3D sieht. Also die Kamera 3D muss vorher im Flow liegen, also vorher in irgendeine Merge oder sowas gehen, damit der Locator 3D auch die Kamera und deren Aspect Ratio nachvollziehen kann. Weil die Kamera, die wir hier haben, das ist ja die Kamera 3D, die muss im Render 3D gleich sein und auch im Locator 3D. Und da machen wir jetzt die Kamera-Settings auf, switchen von Default auf Kamera 3D, damit der Locator weiß, ah, das hier ist die Kamera, deren Positionsdaten ich betrachten muss. Und jetzt haben wir quasi mit dem Locator 3D einen Modifier angelegt, den wir an alles andere dran klatschen können. Aber wir müssen unseren Locator 3D vorher nochmal an irgendeinen Punkt in unserer 3D-Szene bringen. Und jetzt haben wir den quasi hier oben an der Ecke und jetzt kann ich einfach eine Ellipse oder irgendein Makro, zum Beispiel meine Callout-Titles nehmen und diese 3D-Werte, die jetzt quasi hier relativ zur Kamera sind, in 2D-Werte auf unserem gerenderten Bild anwenden. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Ich habe jetzt hier eine Ellipse und einen Background, die verbinde ich ganz einfach und merge das hier drauf. Und dann habe ich quasi die Ellipse, die ich natürlich auch ein Stückchen kleiner machen kann. Und diese hat ja X und Y Positionsdaten im Center. Und wenn ich jetzt die Position des Locators abgreifen will, dann kann ich ganz einfach auf meine Ellipse klicken und mit Rechtsklick, da wo das Center ist, Connect to Locator 3D Position und bam, springt er dahin. Und jetzt bleibt er da auch in 2D Positionsdaten. Aber ein kurzes Warning, der Locator 3D ist wirklich nur dann sinnvoll, wenn du eine 3D-Szene getrackt hast. Bedeutet also, wenn du eh keine 3D-Szene anlegen musst, dann ist er relativ nutzlos und dann bist du höchstwahrscheinlich mit Point-Tracking schneller, wenn du nur einfach einen Callout-Title reintracken willst. Aber wenn du so oder so 3D-Objekte in deine Szene einfügen willst und dann nochmal eine 2D-Position für irgendeine Maske brauchst, zum Beispiel von einem Vordergrund oder von einem Schild, dann ist das super easy gemacht und super schnell gemacht mit dem Locator 3D. Weil dann kannst du dir das ganze Single-Point-Tracking sparen, weil du hast ja schon eine fliegende Kamera und er hilft dir deswegen, Zeit zu sparen, wenn du vor allen Dingen eine 3D-Szene gemacht hast. Apropos 3D, diesen Standort-Pointer kannst du dir for free auf meiner Webseite runterladen und dann einfach mal für dich in eine Szene 3D reintracken. Und wenn du das 3D-Kamera-Tracking-Tutorial brauchst, dann schau dir das da an. Ich wünsche viel Spaß, bis dahin, Kameramagier. Ciao.